Moin Moin! Ich wollte euch heute mal zeigen, was man mit dem Nokia 808 PureView in Verbindung mit dem HDMI-Kabel so alles anstellen kann. Zum einen kann man den ganz normalen Screen teilen, freigeben, wie auch immer, inklusive Menü und hoch, runter und was auch immer. Funktioniert alles wunderbar, ist aber bis jetzt noch nicht so wirklich was Besonderes. Das Besondere ist eher dieses kleine Icon namens Fernsehen. Da öffnet sich auf dem Telefon so ein Trackpad mit hoch, runter, okay, zurück, Fragezeichen-Taste und dem Kreuz, um es wieder zu schließen. Und Kamera wieder umstellen. Auf dem Fernseher kommt Videos, Musik, Fotos und schließen sowie die Cover im Hintergrund. Dann kann man das Ganze mit der Fernbedienung auf dem Ding so steuern und bestätigen und so weiter, was alles an sich auch noch nicht so wahnsinnig besonders ist. Besonders ist eher, man kann es mit einer Wiimote bedienen, von Werk aus. Oder auch mit einer PlayStation-Fernbedienung. Das Ganze steht hier in den Einstellungen. PlayStation-Fernbedienung, Wii-Fernbedienung oder Bluetooth-Tastatur. Da ich gerade nur eine Wiimote zur Verfügung habe, nehmen wir mal die. So, das heißt, mal gucken, ob man das einigermaßen hinkriegt. Ich habe leider gerade kein Stativ zur Hand. Ich kann also das Ganze ganz normal bedienen. Videos etc. Man kann allerdings auch, ich sag mal hier, da habe ich natürlich nichts GEMA-freies, vermute ich mal. Doch hier. Der Kram ist bestimmt GEMA-frei. So. So. Yeah. Hoffe ich zumindest. Die Fotos starten. Mach vielleicht mal einen Ticken leiser. Ich mach's am besten erstmal aus, den Ton. So, kann mir also über die Remote irgendwelche Videos, Fotos dergleichen angucken oder auch weiterschalten, wie auch immer. Kann die auch drehen. Über, kann man nicht erkennen, hoch oder runter. Drehen. Kann jetzt allerdings über die Taste in der Mitte, die falsche war, nochmal. Welche Taste wollte ich drücken? Hier einmal Enter. Über die Minus-Taste den gerade laufenden Song wieder einspielen, zurück, vor, bei Album etc. und wieder zurück zum Foto und das Foto weiterschießen. Ja, das Ganze funktioniert mit Fotos, Videos und Musik eigentlich recht gut. Und ja, sollte den meisten PureView-Besitzern vermutlich nicht bewusst sein. Jo, ansonsten kann man mit der Remote tatsächlich auch im normalen Homescreen hin und her wechseln und auch das Kontextmenü öffnen oder das normale Menü, in dem man dann auch hoch runter zoomen kann, wie auch immer. Ja, das dazu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss.